Jo, servus Leute, ein frohes neues Jahr und willkommen zum neuen Video. Ja, 2020 ist jetzt endlich angebrochen und neues Jahrzehnt und so. Ja, ich hoffe, ihr habt gut gefeiert, seid gut reingekommen, ohne Schäden oder sonst was. Was ist? Die sind auf jeden Fall sehr chillig reingekommen, denen hat das gar nicht gestört, voll gut. Ja, ich bin sehr gut reingekommen. Sehr laut, sehr betrunken. Also ich habe echt gut gefeiert in Oldenburg in der Innenstadt. Hat mega viel Spaß gemacht. Ist auch jetzt so, wir haben den 8., genau, wir haben den 8.1. Und das ist auch das erste Mal, dass ich jetzt sowas aufnehme hier, ja. Ich bin die ganze Zeit nicht dazu gekommen, weil Neujahr einleiten, langsam reinkommen, gucken, was auf der Arbeit so abgeht. Ja, jetzt geht's wieder los. Ich bin mittlerweile auch echt schon wieder sehr motiviert, am Motorrad weiterzumachen. Vielleicht am Wochenende, mal gucken. Was ich jetzt gleich mache, ist den nächsten Podcast aufnehmen. Ja, und das war es eigentlich erstmal so für heute. Ich habe ein neues Möbelstück ersteigert oder ergattert. Richtig geil. Das ist hier mein neuer alter Schrank. Ja, man sieht, glaube ich, jetzt nicht viel. Der ist halt schon ganz cool, ja. Richtig schön antik. Ich stehe halt auf so einen Scheiß, ja. Finde ich ganz cool. Ja, sonst, ich weiß nicht, gibt es irgendwelche Highlights? Eigentlich nicht so wirklich. Nö, nö, nö. Gibt keine Highlights. Ja, dieses Jahr, was liegt so an? Hauptsächlich die XS fertig machen, ja. Simson, mal gucken. Ich werfe so langsam wieder so ein kleines Auge auf den Markt, guck mal, was und guck nebenbei halt so, was so angeboten wird. Aber jetzt erstmal beim Motorrad weitermachen. Da gibt es einen ganz coolen Plan eigentlich. Ja, es wird auf jeden Fall interessant, hochinteressant. Jo, am Golf habe ich auch nichts gemacht. Ja, es ist eigentlich alles so beim Alten. Genauso wie ich das alte Jahr verlassen habe, fange ich hier im Neuen an. Ja, nur dass hier ein bisschen aufgeräumter ist. Heute ist eine Entscheidung gefallen. Ich habe hier zu wenig Licht an. Heute ist eine Entscheidung gefallen, die euch zugutekommt, denn dann gibt es wieder Futter für YouTube. Ja, momentan bin ich echt verzweifelt irgendwie am Überlegen, was ich so zeigen kann, weil es geht einfach nichts ab. Ja? Das Wetter ist super scheiße und es ist immer so früh dunkel und ich habe mein Auto in der Garage und immer wenn das Auto in der Garage steht, dann ist für mich so der Abend schon fast gelaufen, weil ich dann keinen Bock habe, das wieder rauszufahren und was zu machen. Ja, aber was heute entschieden worden ist, ich werde die originale XS umbauen zum Coffee Racer. Genau. Ich habe heute Teile bestellt. Ich fange erstmal an mit Sitzbank, Lenker, Hitzeschutzband und eine Tieferlegung. Und dann folgt der ganze Lichtkram, denn das ist ein bisschen aufwendiger, weil der Scheinwerfer immer voll ist mit Kabeln und das muss erst gekürzt werden. Und ich will die so umbauen, dass man es wieder zurückrüsten kann. Ich möchte nichts versaubeuteln. Ich schaue mal, wie gut mir das gelingt. Luftfiltertechnisch und so bleibt alles gleich, bleibt alles so, wie es jetzt ist. Die soll nur ein bisschen tiefer, ein bisschen flacher, die Optik und weniger Aufbau der Lampen. Heißt, wir bauen um auf LED. Ja. Und der Lack, also der Tank, bleibt auch in der Farbe, wie er jetzt ist, in dem Grün. Ich habe richtig Bock, jetzt gerade anzufangen. Aber die Teile habe ich heute erst bestellt. Es war eine ganz spontane Idee, weil ich nicht wusste, was ich mit der anderen XS mache. Und ja, da wird was Cooles passieren, das verrate ich noch nicht. Aber das, was ich jetzt an der Grün mache, hatte ich erst gedacht mit der anderen. Habe dann aber gedacht, nee, dann nachher gefällt mir das nicht, dann brauche ich doch wieder um. Ich mache den Umbau einfach jetzt mit der Grünen, ja? Weil die Grüne ist 100% 0815, also absolut original. Und viele haben mir davon abgeraten, da Hand anzulegen. Aber habe ich jemals irgendwas original gefahren? Irgendetwas? Nee. Also wird umgebaut. Ja, ich werde euch berichten und werde natürlich alles filmen, die ganze Umbausache dokumentieren, sobald alles anfängt und die Teile da sind. Und dann geht das wieder ab. Ein bisschen umbauen, ne? Freue mich drauf. Richtig Lust. Heute ist Samstag. Es ist wieder mega verregnet. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich gestern noch mal Motorrad fahren kann, weil das Wetter geil war. Aber dem war leider nicht so.
Dafür sind gestern aber die Teile gekommen, die ich bestellt habe, für den Umbau. Und ja, die Sitzbank ist halt für den Arsch. Wir gehen mal raus. Dann zeige ich euch das Ganze mal. Ich habe den schon angeschrieben, weil die Sitzbank wurde nicht im Karton verschickt, sondern in so einer Folie, wie als wenn man Klamotten bestellt, in so einer Tüte. Und es ist halt auch eine billige Sitzbank, deswegen ist es nicht ganz so ärgerlich. Trotzdem werde ich die aber nicht verbauen, weil es einfach scheiße aussieht. So, da seht ihr jetzt mal die Sitzbank. Und ihr seht ja hier diese ganzen Druckstellen. Das geht gar nicht klar, Leute. Das geht echt einfach nicht klar. Das ist schon so heftig gedruckt, dass die Stellen, wo es reingedrückt ist, dass die Stellen schon glänzen. Also die sieht total ramponiert aus. Die Farbe ist auch scheiße. Dann dieses Muster da drauf, was wohl irgendwie eine Maserung sein soll, das sieht aus wie rotes Camouflage. Naja, das schockt nicht. Trotzdem werde ich mal die abbauen und die drauflegen und gucken, wie das von den Proportionen her passt, wie man das Ganze montiert bekommt. Der Lenker ist da. Das ist ein flacher Superbike-Lenker. Ja, das ist mit ABE, also alles safe. Der macht das Ganze noch ein bisschen schlanker. Er ist schwarz, genau. Es wird ein bisschen Chrom weniger an dem Ding. Die Fender, die kommen ab. Was schon mal viel ausmacht. Und Kettenschutz habe ich gedacht, entweder gar keinen oder halt folieren, also Sprühfolie. Schau ich mal. Also es soll kein extremer Umbau werden, soll halt nur ein chilliger Café Racer werden. Und ja, die Stoßdämpfer sind auch da. Sind 4 cm kürzer als die. Und das werde ich jetzt als erstes machen. Mal probieren, wie die Dinger so fitten. Das machen wir jetzt. Jo Leute, Feierabend. Und wir gehen mal in die Garage und ich zeige euch den Stand. Denn gestern wollte ich das aufnehmen und immer zeigen und die GoPro ist immer wieder ausgegangen. Das liegt halt an den billigen Akkus. So. Licht anmachen hier. Also, es gibt ja eine. Ich zeige euch erst, was geschafft wurde. Also, wir haben den neuen Lenker drauf, der jetzt natürlich ein bisschen schlecht zu sehen ist. Ich mache mal hier meine glorreiche Softbox an, denn die brauche ich gleich. So, also Lenker ist drauf. Dann vorne tiefer gelegt, 4 cm. Dann Auspuff. Ist jetzt auch gewickelt, der Krümmer. Die Sitzbank, die liegt nur drauf. Und hinten die Dämpfer sind drin, so wie der Kettenschutz ist demontiert. Genau, der Fender vorne ist auch ab. Jetzt ist es so, dass ich gestern schon wieder eine kleine Planänderung hatte. Ja? Also hier sind die Teile drin von der ganzen Schose. Und ja, ich bin natürlich nicht immer ganz so beständig und deswegen werde ich mich von der XS wieder trennen. Das ist die 447, das ist eigentlich die coolere, aber wo noch sehr viel Arbeit drin steckt und ich die Motivation gerade nicht habe und bevor das Ding hier ewig rumsteht, habe ich mir gedacht, ich zerlege jetzt den Rest und inseriere alles. Der Rahmen ist schon drin. Da muss ich jetzt neue Bilder von machen. Der Motor wird auch weggehen. Was ich behalten werde, ist der Deckel. Denn dieser hier ist nicht so verchromt wie der andere. Und ich will kein Chrom. Ich möchte mich so ein bisschen von dem Chrom wieder verabschieden. Ja, und das mache ich jetzt. Zerlegen den Rest, ja, Reifen müssen raus, Schwinge bleibt drin, vorne Reifen raus, Gabel raus. Dann machen wir Bilder vom Rahmen, machen alles mal grob ein bisschen sauber und dann ab ins Internet damit. Auch die Teile, weg. Muss alles weg.
Außer der Kettenschutz, den brauche ich für den TÜV noch. Ja, das war's. Das machen wir jetzt. Ich werde die nämlich noch umbauen, also auch den Rahmen, da wird noch ein bisschen was geändert. Drauf hier schissen, ja, ist selten, mach mal nicht und lass mal so und nee, mach ich nicht. Wird halt wieder alles anders als gedacht. Und ich hoffe, ich fange jetzt auch schnell mal damit an. Nicht, dass ich mich morgen wieder umentscheide, ja. Es ist halt alles ein bisschen crazy, aber es wird schön, glaube ich, hoffe ich, gehe ich von aus. Das Moped ist komplett zerlegt. Hier habe ich nochmal die Papiere liegen und vor die übrigen Hände jetzt. Ja, hier seht ihr das Ganze. Ja, Sitzbank, Vergaser, Reifensatz, Motor, Bremsen, Gabelholme, Rahmen, noch viele andere Teile. Und das ist noch längst nicht alles dabei. Ich werde erstmal das Grobe loswerden und vielleicht kommt ja jemand, der alles haben möchte. Schauen wir mal. Dann ist das Ding nämlich weg aus dem Sinn und ich kann mich konzentrieren auf das andere Gerät und hoffe, dass es damit dann jetzt auch schnell weitergeht, denn bald ist ja schon wieder Frühlingsfest in 3 Monaten. Krank, ey, in 3 Monaten schon. Ja, da haben wir noch einiges zu tun. Ich denke, es wird noch ein zweites Moped kommen irgendwann, ja. Ich muss halt erst die fertig machen, die ich wirklich fahren will, ja. Und dann gucken wir nochmal nach dem Projektding. Weil ganz ohne geht nicht, das wisst ihr. Und ja, kriegen wir schon hin. So, ich mache jetzt mir was zu essen. Und dann brauche ich eine Dusche, weil mir ist arschkalt gerade. Jo, bis dann. Jo, jetzt ist Donnerstag und ich mache meine Linse sauber hier, weil das nicht schockt, wenn er dreckig ist. So. Ja, ich habe Wochenende. Morgen habe ich frei, das ist Freitag. Und jetzt geht es gleich weiter an der Garage. Ich habe gestern gut was geschafft am Moped. Lichter sind alle ab, Fender ist ab, die Lampenhalter, die über die Gabel gestülpt werden, die sind ab. Ja. Und der Motor von der anderen ist verkauft. Der wurde auch abgeholt. Vergaser ist auch verkauft. Sitzbank ist verkauft. Habe ich noch, an großen Teilen habe ich noch jetzt Rahmen und die Felgen, wo ich hoffe, dass die schnell einen Abnehmer finden. Ich habe heute Teile bestellt für die Grüne. Und zwar 2 neue Auspuff-Endrohre. DB-Eater, falls die mal vonnöten sind. Und ein neues Tacho. Jetzt möchte ich gleich nochmal in die Garage und ein paar Rahmenteile abmachen, die ich nicht mehr brauche, die überstehen und hässlich sind. Will mein Fender eventuell zuschneiden, denn ich habe ein Moped gesehen, was original ist, also mit original Fender, aber gut gelöst. Mit einem coolen Rücklicht und einem coolen Nummernschildhalter, so dass es echt stimmig aussieht. Da brauche ich mir also keinen neuen Fender kaufen, das finde ich ganz cool. Ja, und dann war es das, glaube ich, auch schon. Ja. Ja, heute war Blutspende auch, ja. Ich habe jetzt hier mein 10. Blutspende-Jubiläum. Gab einen coolen Becher. Ja, ich glaube, früher gab es immer nur so Broschen oder Abzeichen oder so. Jetzt bin ich ein Blutspendeheld, ja. Da ein schönes Bildchen drauf. Total klasse. Jo. Das nochmal so am Rande erwähnt. So, für euch mal jetzt so den Stand hier, ja. Licht. Hier braucht Licht. Sonst seht ihr nichts. So, Licht. Dauert ein bisschen, die muss eben warm werden. Ich erzähle euch mal in der Zeit, dass meine Flex gerade kaputt gegangen ist. Und zwar ist da ja dieser Knopf drin gewesen, damit man das Ganze arretieren kann, um halt diese Scheibe zu lösen. Und ja, ist abgebrochen. Das letzte Stück ist da drin und klemmt da irgendwie im Motor. Boah, Mann, ey. Ja, ich werde morgen eine neue kaufen, weil das ist mir zu gefährlich gleich, also die geht noch, ich bekomme die Scheibe aber nicht ab und ich habe keinen Bock, dass dieses lose Teil da irgendwo reingerät und mir das Ding plötzlich um die Ohren fliegt. Darum Finger weg, ja, safety first. Ja, Licht ist da, gucken wir mal. Also das sind übrigens meine neuen Griffe, ja. Ich habe eine neue Sitzbank bestellt, weil die ja Schrott ist. Das ist ja Müll. Ich bekomme auch irgendwie kein Geld und keine Antwort. Deswegen habe ich mich an eBay jetzt gewandt. Ja, hier waren die Lampenhalter. Die liegen da hinten auf dem Tisch. Die sind ab. Das Yamaha-Zeichen, dieses Cover hier ist ab.
Jetzt muss ich auch gleich gucken, was ich für einen Scheinwerfer nehme. Ob ich entweder einen nehme mit einer Gabelhalterung oder halt einen, der unten montiert ist. Da muss ich gleich mal ein bisschen gucken. Was haben wir noch? Genau, ich habe dann jetzt hier das Schutzblech abgeflext. Ich habe das hier gerade mit einem Isolierband und die Ecken habe ich dann frei Schnauze. Den Rest mache ich dann mit einer Schrubbscheibe, dass die, die Kurven hier natürlich auch gleich werden. Das ist so Augenmaßsache, da wird nicht groß angezeichnet oder so. Ja, was noch? Ja, Auspuff ist halt gewickelt, ne? Und da kommen jetzt noch andere Pötte dran. Da wird das Ganze noch ein bisschen zurechtgedreht, weil das jetzt ziemlich weit nach außen ragt. Dann brauchen wir noch eine Halterung dafür. Dann werden so Sachen wie der Deckel, die Hebel hier und die ganzen Streben, die kommen schwarz. Das obere Teil vom Stoßdämpfer kommt auch noch schwarz. Felgen bleiben erstmal so, weil auf Dauer, also nächstes Jahr fahre ich so mit den Reifen, ganz klar. Und je nachdem, wie die abgenutzt werden und wie das so ist, kommen noch mal neue drauf, schöne Oldschool-Reifen. Aber erstmal finde ich mich jetzt damit ab, so wie es ist. Ja, dann habe ich hier noch die Rahmenteile abgeflext. Hier war ja noch diese Halterung, wo der Sitz einrastet. Dann habe ich hier die Sitzhalter abgeflext. Hier hatten wir noch diesen Bügel, womit man das ganze Moped aufbocken kann. Damit wird auch bald der Hauptständer verschwinden. Es wird ein reiner Seitenständer da sein. Ja, da muss ich noch gucken mit dem Zündschloss. Das wird noch woanders hinkommen. Wohin weiß ich nicht. Tacho weiß ich auch noch nicht. Tacho habe ich ja heute bestellt und ich habe mir überlegt, ob der vielleicht hier hinkommt. An die Seite. Das schaue ich dann mal, wenn er da ist. Ich will natürlich nicht, dass die Tachowelle dann irgendwie im Weg hängt und ja. Schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert. Fender vorne wird noch irgendwas, irgendwas wird da noch kreiert. Auf jeden Fall optisch schon mega geil. Ist natürlich jetzt aufgebockt, aber wenn das Ding steht auf eigenen Reifen, sieht das schon echt ganz smooth aus. Muss ich mal sagen. Hier muss ich nochmal gucken, der Fender muss hier eigentlich noch eingedrückt werden. Weil, wenn ich jetzt die Sitzbank drauf lege, da liegt die Sitzbank ziemlich crazy auf dem Fender, ja. Und das wollen wir nicht. Da muss eventuell noch ein Stück raus oder whatever, keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Ja, so, sonst haben wir eigentlich nichts. Ja, morgen neue Flex kaufen. Steht ganz groß auf der Liste, ganz weit oben. Das mache ich direkt morgen früh. Dann kann ich noch ein bisschen was machen. Den Rahmen hier, das muss alles noch geglättet werden, wo ich jetzt abgeschnitten habe. Dann brauche ich die Farbnummer von dem Rahmen, denn die Sachen müssen ja auch wieder lackiert werden und den Rahmen schwarz machen will ich nicht. Ich finde das mit dem Grün gerade einfach obersexy, auch mit dem dunklen Braun, das kommt ganz geil. Und mit dem Hitzeschutzband und dem Gold hier harmoniert auch. Also finde ich cool, ist mal wieder so ein Selbstläufer irgendwie, ne? Farblich on top, finde ich cool. Jo, und dann hoffe ich, dass alles läuft. Und dann kommt die Kabellage, hinten kein Ding. Ich werde mir auch Blinker kaufen mit Birne, also nichts mit LED. Werden auch dementsprechend dann größere Blinker, die kommen dann hier irgendwo hin. Da wird noch ein Loch gemacht. Das ist ja nur ein Halter, kein tragendes Teil. Machen wir ein Loch hier rein. Und dann kommen hier die Blinker noch mit daneben. Das wird ganz schick, wird das. Das wird ganz schick. Jo. Jetzt gucke ich mal, was ich noch mache, weil ohne Flex jetzt ist so das, was ich geplant hatte, nicht mehr möglich. Schauen wir mal. Ne? Schauen wir mal. So, jetzt ist Feierabend. Ich habe das Moped jetzt umgeschoben in die kleine Werkstatt. Bisschen aufgeräumt und so. Jetzt kaufe ich morgen neue Flex. Dann wird hoffentlich der Auspuff morgen kommen. Ich weiß nicht, ob ich das Moped starten kann, weil natürlich jetzt gerade auch die Kabel teilweise ab sind vom Zündschloss. Muss ich mir jetzt mal wieder reinfuchsen. Jetzt mit Schaltplan und so. Ich habe natürlich wieder mal bei den Simpsons nicht dazu gelernt und das irgendwie beschriftet oder so. Ja? Das habe ich natürlich jetzt einfach so auseinandergeruckt. Ja, ich werde jetzt den Vlog schneiden. Dann werde ich vielleicht noch einen Podcast aufnehmen hier, ne, mit meinem Mikrofon.
Also wer noch nicht in den Podcast reingeschaut hat oder gehört hat, ja, entweder hier auf YouTube oder auf Spotify oder aber auf Apple Music oder auf Google Podcast oder auf Breaker. Ihr könnt den Podcast überall hören, wo ihr Bock habt. Der nächste Podcast wird vom Käfer handeln. So viel kann ich schon mal sagen. Und der Podcast darauf, also der im März, wird dann... Es wird nicht der letzte, es wird nicht der einzige Podcast sein darüber, aber der wird auf jeden Fall schon mal von der Simson handeln, ja. Also, checkt das ab auf Spotify, Leute. Oder auf YouTube, wie ihr möchtet. Und da würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Do it dann, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!